sehr eigene, schöne Stimme, ne? Ist die immer so? Ist die im Tatort auch so? Ja, klar. Stilefreund, nee, jetzt steht es. Das ist und dann lösen. Inga. Das machen wir wirklich öfters. Sabine und ich. Hi, ich bin Inga. Oh, ich bin Nils. Nein, Nils, Stilefreund. Das ist Nils, Mann. Wie komme ich jetzt gleich drauf? Ich voll Idiot. Tach, wir sind hier mittlerweile im Bremer Tatort. Oh, hör auf, ich kann das nicht mehr gucken. Genau. Da, da! Tag, nicht Stilefreund. Wir hatten noch eine. Ich kenne diese Szene, wo du sagst, was? Ja, wir hatten einmal, da kamen wir an den Tatort und dann hast du gemerkt, dass du in Bremen bist. Wir kamen an, die Polizisten waren da. Erstmal Band hoch. Moin, 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 moin. Dann waren die Spusis da. Moin, 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 moin. Wir sind eindeutig im Norden. Ja, und das zwei Rheinländer. Wollen wir uns da oben auch rauf, wollen wir uns hier raufsetzen und die Bierdeckelchen machen? Oh ja, gerne. Geh mal vor. Du gehst halt zeig mir, wie es geht. Also man macht das so, es ist sehr wichtig. Bam. It's for you, what I do now. Yeah. Oh. Okay, alles klar. Ich mach das so. Ja, aber nicht. Ja, jetzt aber Applaus habe ich von hinten. Danke. Die arbeiten wir jetzt durch? Ja. Und ja. Du musst mir ein bisschen helfen, da fängt es wahrscheinlich an. Was muss man als Komparsin tun, um mit dem. Und in mir im Bett zu landen. Ja, anscheinend. Komparsin. Ja. Es gibt einen der schlimmsten Sprüche am Set, den finde ich widerlich, aber ich gebe ihn mal zum Besten. Ja? Wer Requisiten frisst, fickt auch Komparsen. Aber ist da ein bisschen was dran, oder? Was heißt auf dem nächsten Bild? Das will man doch auch nicht. Wer hat dich liften lassen? Wer hat dich, was? Wer hat dich kiffen lassen, steht da. Nee, liften. Würdest du dich liften lassen? Nein. Als Mann, was für eine Frage. Natürlich nicht, ne? Hier so ein bisschen vielleicht. Ja, ja. Stimmt dann! Und toll! Ich bring sie um, wenn ich sie sehen könnte. Ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der echt schwer geliftet war. Und wir haben uns unterhalten. Und dann sage ich zu ihr, jetzt schau mich nicht so böse an. Ich schau dich nicht böse an. Das fand ich sehr ehrlich. Ja, das ist hart, ne? Uff. Man ist ja auch ein bisschen raus, ich nicht. Also alles gucken. Ich meine, hast du mal gekotzt? Wollte ich gekotzt? Sagen, geguckst? Nein. Hast du mal geguckst? Nein. Aber du könntest einer sein. So ein Guckser? Ja. Weißt du was, wir sollten unbedingt mal was miteinander machen, oder? Super geil. Das sieht toll aus. Und dabei muss noch so ein bisschen Schweiß runterlaufen. Ja. Hast du schon eine Idee? Tolle Idee. Egal, super, oder? Ich hab dich lieb. Warum stehen wir seit 4 Stunden auf der Toilette? Ja, aber man wundert sich. Dass ich nicht guckte? Ja. Ja. Aber du warst auch so schlimm. Überschrift. Als Jugendlicher warst du sehr schlimm, aber da hast du auch trotzdem nicht geguckt und Drogen genommen und so. Nein. Ja. Musst du mit deinem Sohn drüber reden? Ja. Der ja 16 ist. Und klar, man redet über Drogen. Man packt die nicht in den Keller und sagt so, das gibt's nicht. Bist du gerne nackt? Nein. Nein. Hätte ich jetzt bei dir sofort gedacht. Also ein koksender, nackter, ja. Was Fickfrosch. Kommt noch? Rülpsender Fickfrosch. Ja, so ein koksender, nackter, rülpsender Fickfrosch. Ja. Bist du nicht gerne nackt? Nein. Aber Mädels, er gefällt uns ganz gut, ne? Sagt so? Jetzt nichts Falsches. Nee, wirklich oh, gut. Oh, das war aber auch echt enthusiastisch. Ja, ja so. Fand ich auch grad. Das ist aber nicht der Til Schweiger. Müssen wir noch mal drüber. Aber du bist ja jetzt ehrlich gesagt genauso lustig und gut und alles wie Til Schweiger. Denkt man als Schauspieler manchmal, warum ist mir das alles nicht passiert? Das denkst du ganz oft, wenn du deutsche Filme siehst. Was macht der denn da? Aber das ist... Aber darf man nicht sagen, ne? Nee, denken. Was ist deine Weisheit für uns? Hinten kackt die Ente. Oh. Ganz wichtig. Also irgendwie so nach dem Motto, abgerechnet wird zum Schluss. Erstmal warten, nicht gleich durchdrehen. Du kriegst schon deine Chance. Welches Sternbild bist du? Doppelter Steinbock, keine Entwicklung. Welche Hauptrolle wäre deine Lieblingsrolle?
Ich würde wahnsinnig gerne mal eine Transe spielen. So große Showtreppe, Pumps in 43 und bam, da 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 da. Also so eine tolle Transe. Ja. Mach doch mal im Theater, gibt doch tolle Stücke. Ja, Le Flou. Da kann ich schon voll. Ja, das wird gerade, ja, die haben mich nicht gesehen. Hast du deine Oma manchmal das Hörgerät an- oder ausgestellt? Steht da. Abgestellt. Nein, aber es war spooky, weil wir haben immer hinter ihrem Rücken Witze gemacht und haben gedacht, sie hört es nicht. Und dann sagte sie, Strolchi hat gekratzt. Und das war der Dackel, der an der Tür so ganz leise so gemacht. Und mir so, fuck, die hat alles verstanden. Ja, die verstehen meistens immer nur Strolchi, der kratzt. Aber sobald es eine mittlere Lautstärke, glaube ich, hat, verstehen die das nicht mehr. Du hattest auch eine schwerhörige Oma. Und ja, hast ja, böse Sachen ins Ohr Papa geredet. Und eine schwerhörige Oma, alle schwerhörig. Was? Oh? Definiere südfranzösische Strandschlampe. Da muss Wo man war das noch? Ha? Das war in Bandol. Da habe ich meine Jugend verbracht. Da bin ich morgens, wenn ich dann von den Frauen kam, am Restaurant vorbei, hab Croissants mir geschnappt, hab die dann zu den anderen Frauen gebracht und dann sind wir mit den anderen Frauen zum Strand gegangen. Und dann sind wir mit den Frauen dann in die Disco. Und so ging das wochenlang. Ach toll. Ja, das war paradiesisch. Und dann musste ich jetzt hinterher südfranzösisch Strandschlampe. Weil deine Eltern Angst hatten, dass du so enden. Das meine Mutter ist, hauptsächlich. Das ist mein Stiefvater kam damit gleich mit. Oliver, du bist ein toller Tatortkommissar. Drei Ausrufe zeigen. Das ist jetzt keine Frage in dem Sinne, aber ist doch schön. Das finde ich super. Wir finden das übrigens alle, dass du ein ganz toller Tatortkommissar bist. Applaus! Danke! Für Oliver Bonn. Danke.